Hallo, mein Name ist Michael Grohmann. Schön, dass du dich für Kommunikation mit deinem Pferd in Freiheit interessierst. Sobald es klappt, macht es richtig viel Spaß und ist aus dem täglichen Umgang einfach nicht mehr wegzudenken. Ich sehe unsere Pferde einfach als Partner, so wie unsere Hunde, eben nur ein bisschen größer und Fluchtiere, aber zumindest Säugetiere. Wenn du immer so mit deinem Pferd kommunizierst, als ob es in Freiheit wäre, und es als Partner behandelst, wird es auch bald klappen, dass ihr eine tolle Beziehung ohne Seil entwickelt. Was meine ich mit Partner? Jemand, der die gleiche Sprache spricht, höflich ist, dich versteht, auf dich eingeht, aber auch Grenzen setzt, sich nicht ignorieren lässt, interessante Ideen hat, Geduld und athletische Fähigkeiten, aber auch weiß, wann genug ist und wann man wieder in Ruhe miteinander abhängen kann. Das ist alles? Im Prinzip ja. Nun, das sind natürlich eine Menge Punkte und einige Dinge werden dir leichter fallen. Für manche ist das Bestimmtsein sehr einfach, für andere wieder das höflich und nett sein. Wir haben alle unsere Handicaps. Aber je mehr wir sie beseitigen oder andere Lösungen für unsere Schwächen finden, umso leichter kommen wir voran. Natürlich sind wir kein ebenbürtiger Partner, weil zum Beispiel wir nicht so leicht weite Distanzen laufen können wie ein Pferd, aber wir können vieles durch andere Eigenschaften kompensieren, die das Pferd wieder an uns dann besonders finden kann.